War schon seltsam. Ich stempelte das Ganze aber nur als Zufall ab und machte weiter. Womit denn? Mit Hausaufgaben endlich jetzt? Auch gar nicht drauf eingehen, ne? Können wir jetzt Hausaufgaben machen? Ah, danke. Gott sei Dank. Meine Fresse, Noah, Alter. Wie oft noch? Warum gibt's da ein Mikrofon überhaupt, sehe ich gerade? Ist das ein Funkgerät? ...1:36 Uhr. Während ich an meinen Hausaufgaben saß, fiel der Strom aus. Bist du alleine? Warum ignorierst du mich immer noch? Warum bist du immer so gemein zu mir? Du verhältst dich gerade voll kindisch. Gut, wenn du dich so verhältst, brauche ich dich sowieso nicht. Tod ist eh viel geiler. Ach nee, Tod! 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 Es ist nur Tod! Wer sind sie? Nicht tot! Tod! Scheiße! Ich... In dem Moment war ich mir vor... Wie war das Passwort? Scheiße, wie... Oh nein, gib mir das Passwort. Gib mir das Passwort. Der Hund. Der Hund bellt! Nein, 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 alle Carsten 5387. Alle Carsten 5387. Alle Carsten 5387. Ich bin noch dabei, ich bin noch da, ich bin noch unterwegs. Warum ist überhaupt das ganze Licht? Ach so, ist der Strom ausgefallen, fuck. Sieg. Sieg. Ich warne dich, wenn du mir einen Streich spielst. Der ist weg. Denn da? Da ist jemand gelaufen. Und warum hat er nicht. Warum bellt er nicht mehr? Stromausfall und PC läuft, 3 Wetterstrom. Na, das ist ein Dynamo. Was? Warte mal, was ist das denn? Warte mal. Damit. Was piept denn hier so? Habe ich die unten fallen lassen? Wo soll ich denn jetzt hin? Leute, ich sehe nichts. Ich glaube, Ladekabel bringt uns nicht weiter. Und der Hund bellt auch die ganze Zeit ununterbrochen. Ich meine, ich kann nach unten gehen. Ich brauche meine Taschenlampe. Wo ist meine verkackte Taschenlampe? Ich kann doch jetzt nicht einfach in der Dunkelheit in den Keller reingehen.
Kannst du bitte aufhören zu bellen? Wie hieß er nochmal? Sieg, glaube ich. Sieg! Es wurde plötzlich ziemlich kalt draußen. Wett! Ich schalte den Strom wieder ein. Sieg beruhigt sich. Strom wieder eingeschaltet. Gute Sache. Meine Güte, Junge. Entspann dich doch mal ein bisschen. Übertreib's doch nicht so. Es musste Turner sein. So langsam pisst er mich wirklich an. Ich glaube nicht, dass Turner irgendwas damit zu tun hat. Sondern irgendeine komische Frau. Wir wissen immer noch. Okay. Wer hat da oben rumgewuselt? Wo ist meine Taschenlampe? Was jetzt? Ach geil. Eine Nachricht von irgendjemand, den wir nicht kennen. Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Turner, das ist gerade überhaupt nicht witzig. Ich weiß, dass du das bist. Wissen wir das wirklich? Oder sind wir gerade in der Verwechslungsgefahr? Weil wir wissen ja auch, dass dieser Mensch, der sonst hier wohnt, normalerweise von irgendwelchen komischen Menschen begrüßt wird, die ihn hassen. Können wir uns bitte ein Messer nehmen? Dosenöffner? Irgendwas? Sah das vorher hier schon so aus? Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich musste für Montag zurück zu meiner Schularbeit. Ja, aber warte mal, ist uns das jetzt scheißegal, dass hier einfach alle... Warte mal, was war denn jetzt das? Ich hasse es, wenn Games einfach nur laut sind als Jumpscare, ja. Aber abgesehen davon, habe ich nicht kommen sehen, dass da eine Frau steht, die uns da einfach... Okay, wir gehen jetzt rein und dann gehen wir einfach wieder nach oben, okay? Wir werden nicht rumschlüffeln, es ist uns scheißegal, wir gehen auch nicht in dieses Pornostudio. Es interessiert mich nicht. Ich gehe jetzt nach oben. Und ich gehe jetzt in mein Arbeitszimmer wieder zurück. Und werde dort meine Hausaufgaben machen. Und dann gehe ich mir einrubbeln und dann schlafe ich. Fertig. Und wenn irgendeiner da jetzt in dem Haus durch die Kamera läuft, dann könnt ihr mich alle, dann scheiße ich euch an. Ins Gesicht. Hausaufgaben machen. So. Ich hatte in dieser Situation ein seltsames Gefühl. Wieso das denn? Was macht denn das Gefühl jetzt hier seltsam? Oh, Bewegung. Jetzt hörte ich sie vielleicht dumm an, aber ich wollte einfach nicht... Was? Das konnte ich gar nicht lesen. Ah, Tür ist aufgegangen. Das ist interessant. Wahrscheinlich soll ich da rein, oder? Oder läuft hier jemand lang? Messer sind noch alle da, das ist schon mal gut. Wir können einfach nicht so abgestochen werden. Das ist schon mal schön. Keiner im Keller. Noch viel besser, da muss ich dann auch nicht rein. Da ist auch keiner drin. Und hier läuft auch keiner irgendwie vor meine Tür. Was mit dem Hund? Der chillt. Hoffe ich doch. Kann ich jetzt bestimmt bitte das Eierspiel spielen? Das bräuchte ich nämlich gerade. Eier!
Wir machen einfach Hausaufgaben, Leute. Diese Geräusche, es ist ein Haus, Leute, das macht Geräusche. Ich habe unten etwas gehört. Es hat sich so angehört, als hätte jemand ein Messer aus dem Messerblock genommen. So eine Klinge. Wisst ihr, was ich meine? Uschi? Es fehlt ein Messer aus dem Messerblock! Ich könnte auf mein Leben schwören, dass ich den Ofen nicht angemacht habe. Das ist ja richtig. Das hast du ganz gut beobachtet. Du bist ja ein richtiger Fuchs. Ey, ich warne dich, wenn du jetzt dem Hund was antust, ne? Ey, Halsmaul! Draußen. Ich soll doch jetzt da runtergehen und den Ofen ausmachen. Das ist doch das Ding. Jetzt sollen wir hier Marionette spielen oder was? Ich muss danach sehen. Ach, halt's Maul. Scheiß musst du. Als würdest du die Nacht jetzt nicht überleben können in diesem Haus und in diesem Raum hier oben. Ich hab gar keinen Bock, da runter zu gehen, ne? Hallo? Haben Sie das Trinkgeld für die Pizza vergessen? Alexa, Ofen aus. Ich wünschte, das könnten wir jetzt tun. Aber wahrscheinlich geht das nicht. Oh Gott, ist das eklig. Ist hier irgendjemand, der hier aus dem Fenster rausguckt oder reinguckt? Sieg! Tür ist auf. Halt's Maul, ich geh jetzt nicht zu dem Hund raus. Hör auf. Allein bei dem Gedanken, dass Turner hier sein könnte, fühle ich mich schon unwohl. Ich glaube, Turner ist unser kleinstes Problem gerade. Ich musste ihn konfrontieren. Womit denn? Ich hatte zu ihm keinen Kontakt, ich konnte nur Andy fragen. Kannst du mir die Nummer von Turner geben? Sag ihm, dass er mir mit dem Scheiß aufhören soll. Bitte! Jetzt! Womit soll er aufhören? Er schnüffelt durchs Haus, finde ich gar nicht cool. Ich glaube auch nicht, dass es Turner ist, aber gut. Denk halt dein Ding. Oh, schön, Fragezeichen. Ach, er ist gerade bei mir. Ach so, super. Ja, das ist natürlich... Das macht es natürlich noch viel schöner. Wir wollten mit Brady ins Kino gehen, aber dann hat es angefangen zu regnen und jetzt sind wir zu Hause geblieben. Mir war klar, dass ich eine Tendenz dafür habe, stark paranoid zu sein. Ich glaube nicht, dass es damit zu tun hat, dass wir paranoid sind. Ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass wir gerade was gesehen haben. Das einzige Logische, woran ich zurzeit... Ich kann es nicht zu Ende lesen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich doch lieber die Polizei rufen sollen. Jetzt, dass ich gar nicht erst auf die Idee gekommen bin. Ja, was machen wir denn jetzt? Anstatt die Polizei zu rufen? Der Typ hatte eine Ex, ja? Die haben sich doch da irgendwie zerstritten. Gerichtlich und so. Aber was soll ich jetzt machen? Und er bellt. Können wir irgendjemand Bescheid geben? Was soll ich tun? Ich soll die Kameras schauen. Das habe ich nicht gesehen. Ey, ich warne dich, ne? Wenn du jetzt hier in mein Gesicht reinspringst, ich flipp aus. Boah, das ist so eklig, Mann. Wirklich, und das meine ich jedes Mal bei diesen Episoden, wird es irgendwann so unangenehm. Wir gehen einfach zurück in unseren Raum. Da sollte dir nichts passieren, oder? Dim-di-da, dim-di-da, dum-di-dam-di-dim-di-da.
Keiner steht hier irgendwo, oder? Keiner steht hier, alles ist gut. Keiner hat sich irgendwo hingezwungen. Wir können einfach Kameras checken, okay? Wir checken einmal die Kameras und sehen, dass nichts passiert. Nichts! Ich fühle mich so unwohl, dass dieser Hund die ganze Zeit da draußen rumläuft, ne? Ich sag dir, wenn wir noch einmal jemanden in der Kamera sehen und du läufst da einfach so grünschnäbelig und blauäugig einfach runter und sagst, oh, wir müssen das kontrollieren, dann gnade dir Gott. Oder wer auch immer. Ist der Schrank da offen? Nee, oder? Nein, nein. Bitte lass mich nicht hier oben jemanden sehen, bitte nicht. Dann breche ich zusammen, Junge. Dann breche ich auseinander. Ich fühle mich schon unangenehm dabei, einfach diese Kameras zu durchchecken. Ich gehe nicht in diesen Raum. Da kriegt mich keiner rein, Junge. Da wurde alles durchwüstet. Ja, toll, haben wir gesehen. Ich gehe da nicht rein. Tür ist auf, halt die Fresse. Halsmaul. Ey, Andy, geil, dass du schreibst, Mann. Warte, hast du dir den Artikel angesehen? Es war Brady, der mir davon erzählt hat. Oh, das ist wirklich komisch. Wieso ruft er nicht jetzt die Polizei? Da atmet jemand sehr laut. Oh nein. Mein Herz fing an zu rasen. Ja, ich spüre das! Das sind gute Effekte! Ich konnte mich kaum bewegen und schaute in pure Angst auf den Bildschirm. Ich möchte noch mal kurz sagen, dass es ein Missverständnis ist, ja? Ich möchte noch mal kurz... Wir müssen die Tür abschließen. Ah! Das ist nicht die Tür abschließen! Sagt die. Hör auf, Noah zu rufen. Geh weg. Geh weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wir können jetzt nicht einfach da raus spazieren und sagen, ja, hör mal, also, Uschi. Ich muss beim nächsten Mal nochmal vorbeischauen. Noah ist gerade auf einer Dienstreise. Okay, ich guck beim nächsten Mal nochmal rum mit meinem langen Messer und stech ihn ab. Wuhu! Noah. Sie klopft die ganze Zeit an der Tür. Noah. Aber nicht an unserer, sondern an der da rechts. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Noah. Noah. Sie war direkt vor der Tür des Zimmers, in dem ich mich befand. Ja, das ist das Zimmer, wo die Rechner vorstehen. Ich dachte, mein Herz würde direkt aus meiner Brust springen.
Ja, das kommt ungefähr hin. Oh oh. Bist du da drin, Noah? Ich habe dich sehr vermisst. Was auch immer zwischen uns passiert, wir können gemeinsam daran arbeiten. Verkauf mich nicht für dumm, Noah. Ich weiß, dass du da drin bist. Mach die Tür auf. Wir müssen reden. Und jetzt willst du reden, oder was? Super, finde ich klasse. Lass uns ein bisschen reden, Alter! Ich bin immer nur nett zu dir gewesen. Aber du hast mich immer wie Scheiße behandelt. Ich weiß alles. Ich weiß, dass du mich für sie verlassen hast. Also ich würde mal sagen, das ist Sackgasse. Es war genau deswegen. Aber ich liebe dich. Was ist damit? Du musst jetzt sofort gehen. Wir verdienen eine zweite Chance. Weißt du, dafür könnte ich die Bullen auf dich hetzen. Tu es. Und ich bringe euch beide um. Was machen wir denn jetzt, Chat? Wir können nicht zur Tür, aber ich traue mich auch nicht zum PC zu laufen, Alter. Können wir irgendwie retten? Können wir irgendwas machen? Wenn ich dich nicht haben kann. Was dann? Dann bestellst du dir Pizza Hawaii oder was? Sollte dich keiner haben. Sie läuft. Noah. Sichtweite in diesem Moment musste ich dafür rennen. Noah. Was? Was musstest du? Was für Rennen? Was für außer Sichtweite? Hm? Ja, ist doch gut. Ey, stellt euch mal vor, ey, das sind halt alles Sachen, diese ganzen Episoden, Fears to Fathom-Dinger, ne? Die fand ich bis jetzt so geil, weil sie halt immer irgendwie hätten passieren können. Also auch in der echten Welt, so. Jetzt sag mir nicht, ich muss nochmal anfangen. Der Ton ist überlaut, ich weiß, das ist viel zu übertrieben. Ich meine, wir kennen immerhin jetzt die ganzen Sachen, ja?
Man muss einfach von da aus wieder anfangen. Junge, leck mich am Arsch. Wir hätten jetzt an ihr vorbeilaufen sollen? Hier raus oder was? Als ob? Also durchs Fenster können wir nicht, Leute. Das können wir vergessen. Hier raus? Also, guck mal, wie langsam wir gehen. Das funktioniert doch gar nicht. Das ist so ein Quatsch. Du hast gesagt, wir bleiben Freunde. Ja, das ist nicht Turner, das wissen wir doch jetzt. Wir wissen doch alles schon. Da ist der Hund. Immerhin tut sie den Hund nichts. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal schön. Hier ist auch alles noch so, wie es soll. Können wir unsere Hausaufgaben machen? Kann man rennen? Naja, ich kann Shift drücken, aber dann rennt er gefühlt 1,5 km/h schneller als davor. Deswegen bringt es, glaube ich, nicht so viel, oder? Ein seltsames Gefühl. Ja, das seltsame Gefühl sollte noch viel schlimmer werden, glaube ich. Jetzt hört es sich vielleicht dumm an, aber ich wollte einfach nicht zu viel nachdenken. Hätten wir das mal eher gemacht. Komm, zieh das Messer da raus. Komm, zieh raus. Messer. Schön. Super. Ich habe unten etwas gehört. Ja, das ist richtig. Messer fehlt. Ofen ist an. Super. Und natürlich haben wir den Ofen nicht angelassen. Ist doch wohl klar. Ich bin zu gut aussehen und mache sie jedes Mal scharf. Das ist auf jeden Fall nicht. Wenn ich eins gelernt habe in meinem Leben, ist es, dass ich nicht zu gut aussehen bin. Hör jetzt auf mit diesem scheiß Klavier. Wir haben sie nicht gehen sehen, ne? Das ist das Problem. Boah, Hilfe. Dieses Laute jedes Mal. Aber wir sind wir, nein, wir sind nicht Noah. Wir sind, Noah ist doch der Typ, der uns das Haus quasi übergeben hat, weil er quasi im Urlaub ist oder sonst wohin gefahren ist. Keine Ahnung. Und das muss seine verrückte Ex sein, die ihn jetzt zurück möchte. Ich kann nicht mehr. Die Alte macht mich fertig. Die macht mich komplett kaputt. Die reißt mich auseinander. Ja, wir müssen erst da reinschalten, dann müssen wir sehen, dass sie quasi geht, ne? Dass sie rausläuft. Ja. Hilfe. Und warum bringt sie uns dann um? Soll sie dich den holen? Sich den holen? Ja, das Ding ist, ich glaube, sie checkt nicht, weil es so dunkel ist, dass wir es nicht sind. Oder ist es ihr einfach komplett egal, weil sie komplett sowieso schon durchgeschallert ist? Ich weiß nicht. Irgendwas von dem wird es, glaube ich, sein. Es könnte so einfach sein, aber... Das würde das Spiel auch ein bisschen langweiliger machen, ne? So. Sicherheitskameras. Angucken. Da läuft sie. So. Ich könnte auf mein Leben schwören, dass ich diesen Ofen nicht angemacht habe. Sie ist jetzt gelaufen. Das heißt, wir können jetzt da runter, richtig? Nein, wir sind nicht Noah. Ich habe irgendwas von unten gehört. Ich muss so nachsehen. Ja, ja. Sehe. Jetzt runter und nachsehen. Okay. Sind wir nicht Noah? Sind wir Noah? Das macht's ja noch schön. Der heißt Roy, der heißt gar nicht Noah. Ist es Dings?
Wir haben doch mit einem Mädel geschrieben. Wo ist denn das? Wo ist denn das Nachrichtenfenster? Wir hatten doch irgendwas mit einem Mädel ausgetauscht, oder nicht? Alter, Hilfe. Komplett fertig mit der Welt. Dieses Spiel ist so unangenehm. Ich dachte, es geht die ganze Zeit um eine Verwechslung. Allein bei dem Gedanken, dass Turner hier sein könnte, fühlte ich mich schon unwohl. Musste ihn konfrontieren. Turner ist aber doch nicht hier, weil er hier mit dem Andy unterwegs ist, oder nicht? Gib mal Adresse, ich mach die klar. Will ich sehen! Messer gegen Messer, Junge! Rein da! Also ich wäre euch sehr verbunden, wenn ich die Sache jetzt ganz schnell klären würde. Das wäre der Wahnsinn, ja? Wir haben so viele Sachen gemacht. Wir waren einkaufen, alles. Ich sag euch, es ist ultimativ unangenehm, diese Spiele zu spielen. Jedes Mal so eine ganz komische Atmosphäre. Führte das alles auf meinen Schlafmangel zurück. Das heißt, wir gehen jetzt nach oben, richtig? Wir gehen jetzt nach oben, oder? Wir bilden uns das nicht einfach nur ein. Ein Auge auf die Sicherheitskameras zu werfen. Okay. Fühlen uns alle wohl. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, hätte ich doch lieber die Polizei rufen sollen. Ja, wie kommt man auf so eine Idee, Mann? Das ist wieder typisches Horrorfilmverhalten. Wer macht denn sowas, Mann? So eine Scheiße. Kann ich mich irgendwo verstecken, Phil? Was ist... Okay. Warum war da gerade eine Mikrofonanzeige mit einem Ausschlag? Ich glaube, ich lasse die Tür mal auf. Weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll? Es war Brady, der mir davon erzählt hat. Ja, ich weiß. Sollen wir jetzt in das Zimmer? Thank you.
müsste erst mit ihr reden. Wir müssen sie erst sehen und dann müssen wir mit ihr reden. Sorry, ich spule aber zurück. Sie war direkt vor der Türe des Zimmers, in dem ich mich befand. Ja, das ist richtig. Das haben wir gemerkt. Mit einem schönen Messer in der Hand. Ging da raus, als wäre der gerade auf dem Montagsspaziergang. So ekelhaft, Mann. Ich verließ das Haus und lief den Block hinunter. Mein Dad hat die Polizei gerufen, doch als ich ankam, oder als sie ankam, hatte sie das Haus schon verlassen. Aber ich wusste, wo sie wohnt. Halt's Maul, wir gehen jetzt nicht dahin, oder? Carol war eine der ersten Personen, die ich auf einer Datingseite kennengelernt habe. Sie war 3 Jahre älter als ich, aber ich fand sie süß, also haben wir angefangen, uns zu daten. Jedoch fing sie nach 2 Monaten in unserer Beziehung an, Meth zu nehmen. Oh, schön, entspannt, warum auch nicht? Ich versuchte ihr zu helfen, aber sie stellte mich als den Schuldigen dar, denn nur versuchte sie zu ändern. Eines Tages hatte ich genug, ich musste mit ihr Schluss machen. Toll! Ich habe ihr gesagt, sie soll verschwinden und sie ist nie wieder melden. Sie war angepisst. Angepisst nennst du das? Das ist angepisst! Junge, wenn ich angepisst bin, dann sitze ich auf der Couch und schmoll ein bisschen. Sie versuchte einen der Polizisten davon zu überzeugen, dass sie überhaupt nicht vorhatte, in dieser Nacht irgendwas Schlimmes zu tun. Ach nö, ein bisschen einschüchtern, ho? Aber natürlich glaubte man ihr nicht. Sie sahen sich nochmal die Überwachungsaufnahmen an, die es ganz offensichtlich machten. Vom Zeitpunkt ihres Eintretens bis zu dem Moment, als sie nach dem Küchenmesser griff. Doch was mich am meisten verstört hatte, war die Tatsache, dass nichts aus dem Haus gestohlen wurde. Es stellte sich heraus, dass sie zu diesem Zeitpunkt stark unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand. Sie wurde verhaftet und für eine lange Zeit eingesperrt. Auf einmal Animal Crossing!
Alleine macht den Drogen. Nerdshit. Episode 3. Wieder hart unangenehm. Richtig ungemütlich. Und Hundi geht's gut. Jetzt habe ich sie. Sie wollte Curry nur nach einem Feuerzeug fragen, da ihr den Geist aufgegeben hat. Ja. Und statt einfach die Zigarette am Ofen anzumachen, hat sie gedacht, ey, das benutzt sie einfach als Klingel. Gibt's da eigentlich auch wieder andere Enden? Ich meine, wir hätten ja, was hätten wir viel anders machen können? Hätten wir warten können, dass sie wieder abhaut? Ich habe das mit dem Diebstahl jetzt nicht verstanden. Ja, das habe ich auch nicht gecheckt. Ich meine, warum sollte sie was klauen, wenn wir offensichtlich wissen, dass sie dazu da war, um uns abzustechen? So, hä? Als wäre das irgendwie was Komisches. Da bin ich jetzt gar nicht hinterhergekommen, tatsächlich. Da war ich ein bisschen raus. Junge, diese Spiele, Mann. Was ist das heute wieder hier gewesen? Hätte man aus einem Fenster rausgehen können, ich glaube, wir hätten nicht aus dem Fenster gehen können. Wir hätten, also wir konnten ja nur diese Auswahlmöglichkeiten, diese Antwortmöglichkeiten auswählen, deswegen konnten wir da nicht selber entscheiden, ob wir auf das Angebot eingehen oder nicht, ne? Sie wollte mein Herz. Ja, essen wollte sie das! Und dann erstmal vor dem Essen erstmal durch deinen Usernamen durchjagen, durch den Fleischwolf. 35 Mal!